Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Planet Crafter und wir sterben aus. Und da sind wir wieder. Heute allein. Ich hoffe, der Wähler kommt noch. Haben wir schon geschrieben, aber der ist vielleicht unterwegs oder so. Ist ja völlig okay. Das passiert öfter mal, aber mal bin ich nicht da, mal er. Ich warte einfach mal, vielleicht kommt er. So, dann, wie geht's weiter? Ich hab's mal hier soweit. Das Ding so scheiße platziert, wirklich. Eher so. Wegen einen Knopf drücken und einfüllen. Oder so. Ja, so. Ja, passt. Also der Luftdruck rennt volle Kanne. Aber ja, wirklich was zum Vorzeigen. Wir haben den T2-Bohrer. Superlegierung, Iridium, Iridium. Superlegierungsstab, Iridium, Iridium und Osmium. Wird jetzt natürlich langsam lustig. Ich den zwei Bohrer da herstellen. Ja, dachte ich mir. Schwarzpulver. Müsste ich mal kurz nachschauen. Schwarzpulver, Schwarzpulver. Ah ja, hier. Schwefel, Schwefel, Iridium. Na dann gehen wir das kurz mal holen. Trinken kriegen wir hier. Essen von den Pflänzchen. Das habe ich heute leider vergessen. Ich wollte ja, während ich das laufen lasse, hier dabei was mal weiter rausnehmen. Ist nichts geworden. So, dann besorgen wir sich, weil Strom platt. Schwefel. Das müsste ja theoretisch da drüben sein. Übrigens, Leute, das ist ein kleiner Patch kommen. Und ihr seht, es wird schon alles ein bisschen grün. Yay! Hä? Was denn das? Oho! Und da? Das schaut aber schon so gewählert aus. Wenn da schon wer war. Ui, so. Oh, wir kommen die kleinen Zehen. Ja, auch cool. Hefel. Hefe, Hefe. Am Anfang brauchte man Schwefel ja noch nicht wirklich. Ich habe vorher gerade Permafrost gespielt. Boah, gemeinsam mit dem Wähler, wenn wir Zeit haben. Oder mit irgendwem? Ja, gern. Bei uns geht Ur-der-Sturm draußen. Das hat jetzt nichts mit Spiel zu tun, aber das Zeug einsammeln hier ist jetzt auch nicht gerade der Burner. Also überlustig. Deswegen. Danke übrigens, Leute, nochmal für einen unermüdlichen Support auf YouTube. Asker Welt. Das Spiel hier geht auch super. Danke dafür. Zwei geile Spiele, die ich total gern spiele. Und von daher, weil ich sie gern spiele und sie euch gefallen, dass ich doppelt labernd ist. Super. Daumen ab.
So, das sollte mir reichen. Na ja, gut. Wenn wir schon hier sind, mit leeren Sachen, mit mir, da brauchen wir ja auch nicht zurückkommen. Jetzt müsste es dann gleich voll sein. Ja. Die Entwickler haben übrigens noch ein paar Sachen gemacht. Sie haben zum Beispiel, dass die Höhlen schneller auftauen. Also wie Sie sehen, ist das Eis hier schneller weg. Man kann jetzt auch da nach hinten mehr schauen. Das ist Energie niedrig. Achso. Ja, weiß schon. Sie haben eine Höhle und ein Schiff hinzugefügt. So, geschafft. Muss ich auch Iridium noch mit? So, jetzt muss ich dann aber auch kurz schauen. Ich habe heute zwei Raketen geschossen. Irgendwie. Da war ich aber nichts einsammeln. Was aber so viel heißt, wie das irgendwo jetzt das ganze Zeug rumliegen müsste. So, das hat reichen. Stäbe. Drei grüne, das hier, drei Wasser. Das ist ja wirklich. Was war mit die Bohrer hier? Die können schon mehr mit ernten, glaube ich. Abernten. Das hat er ja wieder gut gemacht. Dariela. Ah, wirklich. Nee, passt schon. Passt alles. Der macht das schon gut. Im Vergleich zu mir weiß der meistens, was er tut. Ich muss immer ein bisschen rumwurschteln, bis ich soweit bin. So. Ganze rein, so. Zeug, für das noch nichts gibt. Das stimmt nicht. Doch, das stimmt. Ja, so viel dazu, ne? Wo ich gesagt habe, ja, gehen sehr viel, ne? Mhm.
Ehrlich gesagt, glaube ich, auch fast durch diesen Mini-Patch ist da nicht so. Dass da nichts mehr liegt von dem Meteorzeug da. Und sie haben Starchrome-Kisten, wie die heißen, verteilt, habe ich gelesen. Hier ist so ein Warcom. Ich glaube, da hinten war das. Ich glaube, bei die Bohrer. Da müssten das Uranit-Farmbar sein. Uranit-Farmbar wäre natürlich Weltklasse. Also eigentlich bin ich hier schon, ne? Ah ja, jetzt passt. Ja, passt. Lassen wir gleich laufen. Schauen, ob wir es noch bis heim schaffen. So sicher ist es ja nicht. Und dann holen wir ein paar Sauerstoffraketen. Wir brauchen den... Oder wir zerlegen von dem Zeug hier mehr. Wir brauchen nämlich ganz viel Iridium. Das Problem an der Sache ist halt, dass das Iridium, damit, wenn ich das zerlege, immer so viel anderes Zeug auch rauskommt. Also ich habe wirklich irrsinnig viel Zeug dann dabei. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ich es bis heim schaffe. Na, auf keinen Fall. Wenn jetzt schon eine Sauerstoffwarnung kommt, das ist in Windeseile vorbei. Es geht sich leider nicht aus. Jeder Meter, den ich jetzt noch schaffe, brauche ich nachher nicht machen. Theoretisch darunter. Rechts, da müsste schon mal Kiste oben sein. Da irgendwo. Hier. Target sighted. Ja, kommt schon. Tu dich da nicht so aufbohren. Blöd ist, ohne diesen T2 Abbauer Triebwerk ist immer gut, ja, nehme ich mit. Ohne diesen T2 Abbauer kann ich halt nicht diese Dinge hier nicht erlegen. Zurück. Mit dem Trinken! Wird wieder knapp! Kacke knapp wird das. Nee, es geht sich gar nicht aus. Oh,
Aber ist schade, viel hat es nicht gefehlt. Und unser Terraforming-Index steigt und steigt und steigt. Die Bohrer habe ich auch irgendwo hingesetzt hier. Die kann man ja alle nochmal umdingseln jetzt dann. So. Was haben wir jetzt als nächstes vor? Wir können jetzt die T2 Bohrer. Das heißt, wir können mal problemlos das farmen. Das heißt, wir werden... Die Superlegierungsstab wäre halt mal eine Sache, wenn man den herstellen könnte. Müssten wir aber auch erst einmal freischalten, glaube ich, gell? M-Paar und 13-Paar. Eieieiei. Ich glaube, das ist Mili und... Das hat schon eine Weile noch zum Rennen. Aber der Reaktor, der wäre cool. So, wir könnten dann also Wärme ein bisschen pushen. Wärme macht der hier am 28, macht so viel. Und der zeigt auch Wärme. Bei 63 Sauerstoff freischalten. Kann man denn für Sauerstoff tun? Wir könnten da noch ein zweites ranhängen, theoretisch. So, mental mal aushalten. Im Prinzip rennt jetzt alles nach Thema ab. Wir kennen das ja schon von den anderen Planeten. Es ist nur trotzdem immer wieder auf die neuen Planeten halt trotzdem immer wieder cool. Also kann mich absolut nicht beschweren. Ich finde das richtig witzig. Das ist jetzt bald voll. Blümchen. Ah, die Blümchen habe ich schon installiert, dann machen wir das natürlich weiter. So. Dann würde ich sagen, wir gehen es an. Wir brauchen Sauerstoff. Bringt uns am meisten Sauerstoff an den Zeug hier. Oh! 161! So mehr ist das Zeug da. Na dann. Haben wir nicht schon so einen Pusher? Push, push. Na, dann werden wir das bauen jetzt. Das machen wir, das schaut gut aus. Wir werden den Sauerstoff so dermaßen pushen, dass die Leute schon überatmen. Ich bräuchte dann, wird man hier, wie war das? 1, 2, 3. 1, 2. Schieß mal schön eine Rakete weg, Sauerstoffrakete. Okay, ist Luftdruck. Egal. So, dann bin ich nochmal jetzt zwei rot, ein grün. Zwei rot. Ein grün.
ich als gut aus der Stempel hier. Ja. Da haben wir gleich den auch rein. 500%. So. Letzter Dünger. Ui. Der Dünger wird, ist nämlich noch schwieriger, finde ich, als das andere. Ja, weil ich die Algen brauche. Algen, Schwefel und Aubergine. Aubergine, Schwefel. Apropos, zerlegen zwei. Ah, Zeolith, verdammt. Fünfer Rucksack, Stiefel 3. Vierer Tank. Das passt mir. Legierung dreimal Wasser und dann müsste man das hier sortieren. 250, 400. Doch kein besseres zur Verfügung. Erst, wir haben da ja voll nicht die. Wir bringen die. Ja, plus 3 ist nicht viel. Werde ich die Abreißung mit vornehmen und dann alle befüllen. Sechshundert. 900. Bam! Sind die Blumendinger da? Eins Komma 45 PPT. Ich glaube mir, das ist weniger. Nee, dann baue ich es wieder ab. Braucht da Spielraum für das andere Zeug. War jetzt
ich würde sagen, mein Fehler, aber war ja nicht wirklich jetzt ein Fehler. Ich habe mal nur etwas nur. Aber ich kann die besseren Blümchen da gleich reingeben. So, was brauche ich da noch? Dünger, Algen. So, und jetzt schaue ich mich mal kurz um. Wo hier die Algen rumkrebsen, weil ich weiß nicht, ob der Wähler das schon versetzt hat, oder? Irgendwie auf der einen Seite uns hat das mit den Algen ein bisschen viel schon ausgeschaut und ich glaube aber fast, dass... Ich weiß nicht, ob die schon hier sind oder nach unten sind. Wenn sie unten sind, hole ich sie rauf. Nope. Da ist nix. Scheiß Ding. Ja gut, dann muss das unten doch sein. Der Wähler brav hat das hinbaut. Schauen wir mal. Dann hole ich sie rauf schnell. Ernt sie, hol sie rauf. Terraforming Index rennt. Vollgas. Wir haben jetzt auch die Samenrakete. Gleich. Da ist. Asker hat übrigens auch ein Patch gekriegt, meine Freunde. Der Fehler mit den angezeigten. Mit die Anzeigefehler von die, was ich gestern bemängelt habe, für die das wissen, vielleicht auch dabei waren. Das, was ich bemängelt habe mit die Anzeigen von die Bewohner im Haus. Ist nicht mehr. Ist behoben. Sieht schon wieder so viel. Wisst ihr, manchmal habe ich diese, liebe ich so Spiele wie Seven Days to Die zum Beispiel, wo man wirklich einfach nicht raus kann am Abend. Weil man halber, oder es gibt Spiele, da kann man nicht raus. Seven Days ist nicht das beste Beispiel, da kann man ja irgendwie dann doch raus. Aber es wäre halt, es ist halt geil, weil so Spiele, wo man wirklich nicht kann, manchmal, wenn man sich präparieren muss, hat man dann Zeit, in Ruhe die Rezepte zu durchstöbern und zu craften und so. Nach Hause. Wenn wir gleich einen Zweier-Algen-Generator bauen dann. Oh. So. So. Schon hauen wir sich mal da rein. Einmal Aubergine.
zweimal Bioklumpen. Haben wir die? Ah, das ist schwer. Wir haben aber. Blödsinn. Wasser, zweimal Superelierung, Alloyen, Magnesium. Kann ich wieder raufsterben. So, jetzt setzen wir das auch an. Und die Algen schneller nachkommen. Kann ich diese Blumendinger bauen? Da schießen wir eine Sauerstoffrakete. So. Fehlt wirklich nur der scheiß verdammte Dünger. Jetzt habe ich das Ding jetzt so draufgestellt. Und jetzt müssen wir halt warten. Oder auch nicht. Plus 900. Jawohl, Sauerstoff. Was haben wir jetzt für neue Raketen? Ah, Samenverteiler, Sauerstoffmultiplikator, Mutagen und Bakterienrinde. Ah. Schaut noch nicht so gut aus. Wähler habe ich gesagt, ich kümmere mich um das hier. Muss ich jetzt auch machen langsam. Fallschirmteile hier, ja. Das reicht. Das dauert noch. Wärme zu pushen, müssen wir Sauerstoff pushen. 63. Sauerstoff push. Sauerstoff push. 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 Na, passt. Was? Da hinten ran dann eigentlich. Eine Sauerstoffrakete. Oder Luftdruck, da brauche ich das Mutagen. Bakterien, ja, es läuft, es steht und fällt gerade mit den Algen.
Man muss es leider so sagen. Gut zu wissen, dass ich das jetzt kann. Optimierungsarbeiten nennt sich das. Oh, scheiße. Bewegt sich alles eigentlich, bis auf so Sauerstoff drum, aber das ist nicht so schlimm. Vielleicht haben wir den Sauerstoff pushen. Geht nicht. Und wir sind ja vorher. Theorien abgestürzt, wo? Stark schwind. So, haben wir alles eingesammelt. Sind wieder ein paar geworden, wie man sieht, naja. Läuft. Jetzt wird es halt schwierig, es ist viel Gewarte. Ich brauche Wasser, Aluminium und Eisen. Nummer 3. Und Aluminium. Wir müssen echt von diesen Nahrungszüchter jetzt noch ein paar aufstellen, weil das wird irgendwie nichts sonst. Aber Schienen und diese komischen Fallschirme da brauchen wir. Es müsste ja auch wieder ernten dann jedes Mal. Das ist halt auch eines der Probleme, die ich manchmal habe. Das war nicht dicht, das ist was Normales. Nicht. Nein. Irgendwie ja gut, dass wir da kein Base hingestellt haben, ne? Ich hab's kurzzeitig überlegt. Das ist neu. Yeah.
Yeah. Das ist wieder so ein... Hatten wir im anderen auch schon. Das ist Briefchen und alles da unten da. Kommen dann die Fröschelein. Das ist aber schön pelzig. Ich mag pelzige Bäume. Haben wir da doch noch was Urtolles jetzt entdeckt auf die Schnelle? Zeolit! Ja, wir haben es geschafft. Zeolit. Mit dem Zeolit können wir nämlich den Abbauer Stufe 3 zum Beispiel herstellen. Jawohl. Ich mein Dünger. Da ist ich hab gar nichts mit. So, wir sind wieder hier. Bei unserer Kiste. Muss ich mitnehmen, ich weiß dann wieder nicht, wie schnell ich es wieder. Ah, ich meine, ich kann immer herkommen, aber. Osmium finde ich auch nur hier oben. Voll, ab nach Hause. So. Zurück mit uns. Will erforschen tun, wenn wir den Rest haben. Da werden genug Terraformen, hier ist man nicht. Überall kommt man halt nicht hoch.
Das ist ja richtig cool. Jetzt wird es endlich Zeolith haben. So, mit Zeolith zurück in Base. Dann werden wir sich gleich mal noch Sworn aufstellen. Die Algen tun jetzt nämlich wirklich langsam weh. Dass die nicht dabei sind. Ah, jetzt haben wir der scheiß Pilz. Wasser und Magnesium. Immer noch mal. Und das ist halt schon immer nachgegessen. Dieser Dünger. War ja nicht schlimm, weil er so schwierige Mats hat. Der hat einfach Mats, die wachsen müssen. Die Algen, diese komischen Pflanzen, der Rest, dass das Wachsen hier ist halt einfach eine extrem zahre Angelegenheit, bis das dann soweit ist. Gelöst, Zeolith? Noch nicht! Er war alles vom Boden aufgehabt haben, weiß ich nicht, wie es dann weitergeht. Dass ich nicht mehr da bin, wo die runterkommen. So. Das heißt, wir wollten eigentlich das hier machen. Warum das Dünger? Zweimal Aubergine. Einmal. Einmal. Zweimal Schwefel noch dazu. So, passt. Sechsmal Wasser, zweimal Magnesium. Zweimal Super Alloy. Und sechsmal Wasser. Fackel. Zwei Wasser. Vier Wasser.
Zwei Iridiumstäbe, Superalloy. Oh. Uranstäbe. Und dreimal Wasser. Und man soll es doch nicht glauben, es happert am Wasser. Es happert jetzt wirklich am Wasser. Scheiße. Besser so als anders. Und tot. Den Blatt. Da bist du platt, Mann, ne? Wir haben wirklich keine Blumen mehr im Gaudiwasser. Na gut, die höchsten, die wir haben, 300. 350. Ah, 300. Und da oben schauen, wie das jetzt ausschaut. Yeah. Das Ding stellt Sauerstoff her. Sauerstoffrakete geht leider noch nicht. Dann bräuchte ich nämlich das hier. Methan. Ja gut, das Gasding. Können wir schon. Mal Zeolit. Viermal Zeolit. Sechsmal Superalloy. Zweimal Rotstäbe. Auch das zeigt er. Sucht uns Hammer, kriegen wir jetzt dann. So, jetzt geht es ans Warten. Also, jetzt muss man wirklich warten, bis wir den ganzen Scheiß beieinander haben, den wir brauchen. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit ins Land vergehen, wahrscheinlich. Gut, das heißt, Leute, wir haben irrsinnig gut gearbeitet heute. Das rennt und rennt und rennt. Das hält aber gar nicht mehr auf. Also Luftdruck bräuchte man noch mal Eck mehr. Aber ich habe halt irgendwie jetzt Angst, wenn ich jetzt noch so ein Ding aufstelle, dass dann das Wasserteil hier und weg. So wie gerade eben. Das ist ein Wasserspender. Kobalt, Eisen, Silizium, Magnesium. Kobalt. Eisen, Lithium, Magnesium. Schaut euch immer gut aus. Ein Superalloy.
Wir haben ja wie gesagt zwei Wasser. Man soll es nicht glauben. Okay. Ein Wasser. Leute, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder. Abo, Like, Comment. Immer gern gesehen, das wisst ihr. Weil, wie gesagt, die Zeit ist jetzt rum. Ich stelle das eine Teilstein noch auf und dann ist Schluss. Ich stelle mal hier so ein, was ist denn jetzt? So ein 300er da rein oder so. Komm schon. Give me a motherfucking water. Der muss selbst sein. Okay. Na dann, bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Adios. Ciao.